So, Freunde, willkommen zum letzten Tag des blutigen Kampfturniers. Und zuallererst einmal wieder der Blick auf die Defensive. Wir sind auf B. Das ist gut. Top 5%, das heißt, heute müssen wir nochmal ran, um in die Top 1 zu kommen. Ja, das Turnier ist jetzt so zwischen Tür und Angel, ne? Weil Atlantis ist da, das Farmen ist da und ja, Atlantis werde ich keine Beschwörung machen. Ich brauche da jetzt nicht unbedingt jemanden. Deswegen alles ganz entspannt. So, das Team passt sogar perfekt. War schon wieder ein Mondfalke dabei. Weiß nicht, was die alle mit ihrem Mondfalke da haben. So, das Board geht so. Reichen diese drei schon für mein Balthasar? Ja, reichen sie, das ist gut. Machen wir das nämlich so. Nehmen die jetzt nochmal. Und gehen dann hier rüber. Na, hoffentlich ist Valen weg. Jawohl. Hier haben wir jetzt vier blaue. Mondfalke macht da eh nichts. Mein armer Gator ist schon weg. Bedauerlich, sehr bedauerlich. Aber die Kombos sind auch auf unserer Seite noch. Gut, dann gehen wir erst auf Bane, weil Tyrum hat gerade geschossen. Der braucht erstmal wieder ein bisschen. Hier haben wir jetzt nochmal blau. Ja, das Board war gut. Kann man sich nicht beschweren. Okay, weiter geht's. Ah, drei blaue, das heißt, wir müssen nach Tyrum und Melia gehen. Das heißt, wir nehmen, weil Tyrum näher in der Mitte steht, nehmen wir da drei gelbe, zweimal lila. Die lilanen bleiben also. Beziehungsweise Björn kommt rein. Dann machen wir das so, so. Und so. Joa, wo geht's? Auch wieder nicht so gut. Ich könnte jetzt da das gelbe Match machen, das würde aber vier Grüne in Ulmer reinballern. Das muss nicht unbedingt sein. Gucke ich erstmal, dass ich das hier möglichst nur mit Gato erstmal austrage. Ja, okay. Kann zwar einmal loslegen, aber ist nicht schlimm. Okay, dann nehmen wir das hier. Jetzt müssen wir tatsächlich gucken, dass wir Gunnar wegkriegen, weil ich habe keinen zum Dispellen mitgenommen. Aber das sieht gerade ganz gut aus. Wir haben noch, ja, wir haben noch ein lila Match unter Gunnar. Ja, okay. Dann machen wir das so. Und die Lilanen hinterher. Ja, perfekt. So, dann gucken wir mal. Ulmer jetzt nicht unbedingt triggern. Ja, okay. Machen wir das so. Hier warte ich mal noch. Ja, das sieht gut aus. Jawohl. Ah. Noch nicht. Okay. Dann noch nicht. Dann erst jetzt. So. Okay. Gut. Der Weg zur Top 1%. Er läuft. Jawohl, da sind wir schon drin. Gut. Das heißt, wir müssen da jetzt noch ein bisschen nachlegen. Das machen wir hier am besten mit Blau. Blau und zwei Gelbe. So, so, so und so.
Auf geht's. Mondfalke, da können wir jetzt wieder gemütlich reinballern. Die hat zwar ihren Attack ab, aber ja, der beeindruckt mich noch nicht so sehr. Okay, wir haben jetzt oben blau, unten blau. Wenn wir jetzt oben blau machen, verschiebt sich das unten. Deswegen erstmal das unten wegnehmen. Jetzt können wir gemütlich das hier oben nehmen. Balthasar löst aus, war nicht geplant. Aber gut. Dann gehen wir mal hier rüber. Jawohl. Ich habe jetzt nichts unter Balthasar, deswegen machen wir ihn auch mal weg. Was weg ist, ist weg. Vielleicht kommt hier was Blaues hoch. Ja, sehr gut. Erst die blauen, dann nehme ich die gelben da drüber. Jawohl, er widersteht, das ist sehr gut. Gehen wir ruhig darüber. Wir haben hier die blauen. Dann gehen wir ruhig auf wählen. Ja, gehen wir auf den. Ist er weg, das ist sehr gut. Ja, das ist jetzt ein bisschen Risiko mal machen. Nehmen wir hier die blauen. Nehmen wir, ja. Wobei, wenn ich hier die grünen mache, dann habe ich hier zwei blaue und das passt, wenn die jetzt beide nicht verfehlen. Nein. Aber verfehlen konnten sie ja gar nicht, weil der Nordri kaputt gemacht hat. Von daher. Alles gut. Ja, zweimal lila, da bietet sich natürlich gelb an. Ja, und ich glaube, Jahangir ist gefährlicher als Bane. Das heißt, drei gelbe. Drei gelbe, zwei blaue. Auf geht's. Okay. Oder so. Ah, da ist gelb, okay. Ja, ciao Kailani, war schön mit dir. Schön, dass du vorbeigeguckt hast. Na, das war jetzt nicht so cool mit Bane da. Na, natürlich geht er da drauf, ja. Okay, das wird jetzt ein bisschen schwieriger hier. Oh, blauer Diamant. Oh, okay. Ja, gehen wir hier auf die Seite. Aber das könnte noch eine enge Kiste werden. Ja, ich habe keine. Mal gucken, ob hier was Blaues kommt vielleicht. Nee, leider nicht. Dann nehmen wir ruhig den Gato vorher. Gucken, ob hier was Blaues kommt. Oh. Oh, 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 das war knapp. Puh, Schwein gehabt. So, letzter Kampf. Zweimal gelb. Okay, da wird Björn kommen. Ja, ich glaube, ich gehe da sogar mit. Ach, auch noch. Alle 20. Okay, ja, ich gehe mit diesem Team hier, glaube ich, rein. So und so. Ja, und hoffe aufs Beste. Nehmen wir erstmal die gelben. Okay, das war sehr gut. Dann machen wir ruhig da die blauen hin, weil dann kriege ich nämlich vier Unterarmmann. Ist auch gut. Nehmen wir die hier. Das geht in die gelben. Ja.
So, jetzt müssen wir gucken, wen wir hier kaputt machen. Du gehst mal dahin. Ja, Ulmer muss definitiv weg. So. Okay. So nicht schlecht. Ich hab hier noch Lila. Jetzt habe ich nichts mehr. Den Zug, den er mir vorschlägt, hätte ich danach im nächsten Zug ein gelbes Match, was gar nicht mal so schlecht ist. Am Mann werde ich noch nicht auslösen. Okay. Ah, das ist nicht gut, was jetzt passiert hier. So, erstmal Melia einmal an. Jawohl, jetzt muss ich der Melia hier mal ein bisschen Mana wegnehmen. Ghoste erstmal. Ja, hier kommt Gelb. Ah, das war nicht gut. Oh, oh. Ich ghoste mal die drei hier. Und kill jetzt Melia. Okay. Das Problem ist, ich habe ja keine lila Helden mehr am Start. Das heißt, ich muss irgendwie gucken, dass sie hier was Gelbes kriegen. Und das sieht gerade nicht gut aus. Nee. Nee, 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 das wird, glaube ich, nichts. Weil wenn ich jetzt das rote Match spiele, in der Hoffnung, unten kommt was Gelbes, geht oben grün zusammen und er löst aus. Das heißt, ich habe eigentlich gar keine, jetzt löst er aus, da habe ich gar keine Chance mehr. Nee. Nee, das waren dann doch, die waren dann doch zu widerstandsfähig. Okay, aber Top 1%, wenn wir das halten können, mit der Defensive auf B, sollte das hinhauen. Kommen wir nochmal eben hier in die Kiste rein. Ach, meine dritte Magiekugel in den letzten beiden Tagen. Gestern zwei, heute schon mal eine. Gut, dann, ja, würde ich sagen, bis morgen. Naja, morgen ist das Turnier zu Ende. Überlegen, Krieg steht auch noch aus. Ja, mal gucken, ich lasse mir irgendwas einfallen. Also, vielleicht bis morgen, ansonsten bis die Tage und ciao.